Und wir beschäftigen uns heute eben hier mit dem Thema Meer, mit der Artenvielfalt im Meer und ihre Bedrohung einmal durch den Klimawandel und dann aber auch durch den Plastikmüll. Also die WWF Jugend ist über eine Online-Community organisiert. Da kann sich jeder einfach anmelden, kann diskutieren über Umweltthemen, kann Aktionen planen. Und es gibt dann eben auch für jedes Bundesland eine Gruppe. Und wir sind eben die Gruppe für Hessen und haben heute hier in Frankfurt die Aktion organisiert, weil es eben diese tolle Party vom Energiereferat gibt, mit dem wir dann zusammengearbeitet haben. Jetzt sieht man hier im Hintergrund unser großes Meer, das aber voller Plastikmüll ist. Und den haben wir tatsächlich alles hier in Frankfurt gefunden bei einer großen Müllsammelaktion am Sonntag. Und dann wollen eben auch die Artenvielfalt zeigen. Deshalb haben Kindergärten und Grundschulen für uns diese wunderschönen Meerestiere gebastelt, weil wir eben aber nicht nur das Schlechte, sondern auch das Gute zeigen wollen. Ja, also wir sind heute hier, weil wir die Earth Hour feiern. Die Earth Hour ist eine riesige Umweltschutzaktion, die auf der ganzen Welt stattfindet. Überall machen Leute heute für eine Stunde das Licht aus. Und es finden auch ganz viele Aktionen statt, so wie eben hier hinten im Hintergrund die große Party. Da gibt es eine Tanzfläche, die leuchtet dadurch, dass die Menschen darauf tanzen. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Gebäude in Frankfurt heute dunkel werden, damit wir ein ganz großes gemeinsames Zeichen für den Klimaschutz setzen und alle darauf aufmerksam machen, dass wir eben was tun müssen, um den Klimawandel zu stoppen.